Ja, liebe Fans der Fußball-Ecke, ich habe es heute Nachmittag schon in einem Video angekündigt. Heute hier das erste Testspiel, unser zweiten Herrn gegen SV Soltau bei mir, Kai Döll. Kai, erste Frage, ist dies heute tatsächlich schon ein Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison, wo man ja noch nicht weiß, wann sie startet, oder ist es einfach nur ein Spiel, um die Jungs bei Laune zu halten? Ja, es ist, also in meinen Augen ist es eher ein Spiel, um die Jungs ein bisschen wieder an den Wettkampf anzupassen, weil du weißt ja selber, wir haben jetzt neun Monate wirklich nicht mehr unter Wettkampf gespielt. Unser erstes Saisonspiel ist ausgefallen. Danach war ja dann alles ein bisschen anders. Und deswegen, es ist eher so ein kleiner Test für uns, wo wir eigentlich jetzt im Moment noch stehen können oder wo wir stehen. Das heißt also, ihr steht schon draußen und sammelt Erkenntnisse, guckt euch die Spiele an und versucht dann im Training, was ihr ja, habe ich heute schon gesagt, regelmäßig durchgehend weitergemacht habt, dort anzusetzen, wo hier die Fehler oder die Schwächen sind? Ja, genau, richtig. Also wir gucken schon, ich denke mal, dass wir konditionell noch einiges zu arbeiten haben, das ist klar. So, wir haben halt nicht immer voll Power trainiert und wir werden sehen, was wir spielerisch im Moment schon wieder so können. Ich denke, dass wir trotzdem einiges noch abrufen können, gerade weil wir das System, was wir eigentlich immer spielen, genauso immer noch weiterspielen und deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Aber wir werden bestimmt schon ein paar Erkenntnisse haben, wo wir dann ein bisschen was arbeiten können. Du sagst gerade Kondition, da fällt mir natürlich eins ein, wenn man sich hier umguckt. Meine Frage ist jetzt, ist er jetzt mal wirklich noch im Kader oder seid ihr heute einfach nur zu wenig? Nein, Dennis ist sicherlich, natürlich ist Dennis noch im Kader. Also ein Trainer, der einen Dennis Jetschmann, gerade auch in unserer Situation, wer den dann nicht mehr nominieren würde, der wäre einfach in meinen Augen total doof, weil jeder weiß, was Dennis kann. Dennis kann trotzdem auch, egal wenn er nicht in Form ist, macht er trotzdem in der Saison bestimmt noch 15 Tore oder so. Und deswegen, die kannst du halt nicht vermissen. Ne? Deswegen, der ist immer im Kader. Gut, also Dennis Jetschmann sitzt hier heute auf der Bank. Ich freue mich auf das erste Spiel nach, Kai sagt es gerade, für die zweite Herren neunmonatiger Pause. Und ich wünsche euch natürlich jetzt viel Spaß bei den Szenen, die es hoffentlich geben wird, und euch viel Erfolg im Spiel. Vielen Dank. Ciao. Florian, bleib mal. Danke. Abseits!
Kamera hoch! Mach die mit links! Warte, Lemmy ist da oben. Jetzt macht der Älteste immer noch Platz. Ja, komm, wir haben da auch noch. Go, 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 go!